Zockt ihr auf dem PC? Nee, gibt's nur für Xbox 360 oder PS3. Mal direkt die linke Hand austesten. You know what? That's there or not. I love to have those kind of advantages physically. You just have to make sure that you teach them to fight tall. Komm, komm, mach. A headshot blocked. Mach. There's a taste of the sweet science. You see the skill he has in counterpunching. And you know what he's doing is taking his opponent's jab away. Frustrating his opponent with great defense. Both men accurate with their hooks against each other. Able to defend and then go on the offensive. Not able to land the uppercut. Unable to score with the hook. Protecting his head well with his guard. Very accurate work with the hook there after fine, fine defense. Ja, Mann. Hook in die Fresse, Diggi. Hook. Ah, schade. Parries the punch, comes back with the hook. Yes. Kannst du doch im Kampf ändern, die Auslage? Kann man? L1. Oh, danke. Ehre. Danke dir. Komm her, Kumpel. Mein linker Arm ist jetzt noch mal stärker, genau. Mein linker Arm hat so oft 5 gegen Willi trainiert. Komm her. Mendes is able to avoid that punch. Both these guys obviously hopeful that their cut man will be up to the task tonight. What does it take to be a great cut man? And you know, that's a great question. First of all, you better have the right coagulants, the right chemicals, the right medications in that corner. Avertine, adrenaline, and you have to have Vaseline where you can put it on it. But the most important thing, you have to be calm. You can't panic. And you have to put pressure on that cut, just the right amount of pressure, and then you put those medicines in it, and then you better have a fighter that can give you a round or two. He can move around and not get caught right away. Give the medicine a chance to work. Mendes is trying to create some space. You can see how he's going about it there. He just missed that shot up top. Gets rid of that. It was intended for his head. Komm. Trau dich. Nice block that time. It was intended to the head. Final 10 seconds of round number 2. Nice. Das war übrigens jetzt nur im Rahmen von Fight Night ein Joke, ne? In der Realität nutze ich nicht die linke Hand. Busy Fighter. No one wants to be so busy. Du bist am Arsch, du bist am Arsch. Mendes kriegt auf die Fresse und danach auch der Kollege James. Und der andere Dude, den ich vergessen habe.
dieser Julius. Yeah, you see the counterpunch, but you know what I see? I see a little tentativeness now in him because he's afraid to let him go. Because when he misses, bang, it gets caught. A good block. Oh! The Dragon stunned and staggered. Mendez is trying to get his man off of him. You see him shoving and pushing. Throws a counter punch there. Ooh. Weiter. Ui, der Schaden, Memo. Ui. Moin, TK. Oh. Oh. Fundamentals, good counterpunch. Nice mousetrap there. Let him in beautifully. He didn't use cheese, he used distance. Ah, ein schöner Tanz. He got rocked earlier in this fight. I don't see him changing much up, Teddy. Would you be advising him that now is time for an adjustment? Well, you have to have a plan B, maybe even a plan C when you come into it. Maybe he doesn't have one. Now, if he doesn't have one, you're not going to tell him to start changing up, because then you're basically saying, I don't know what to do, but, you know, we're in trouble. He commits to the counter punching, the overhand left. Little volume punching to the body there. Ach, und warum es auch funktionieren kann, by the way, so viel auf Defensive zu gehen, ist, dass er sich ziemlich die Ausdauer kaputt haut. Holy cow! Mendez is stunned and staggered. You know, he did a very nice job of finishing up that. He put the third punch in there and landed the combination. Committed to the combination punching now. It's working out well up top. Comes right back at him with a left hand. Fourth round now with his last 10 seconds. Nice, war ganz gut. Soll dir noch einen Bussi zurückgeben? Ja, tut mir leid, Kaki, aber da musst du jetzt wieder rüber. Alter, der Schaden bei ihm ist ja insane. Also Runde 5 und der bekommt jetzt schon dicke Probleme. Das ist halt das Ding, wenn jetzt auch noch die Stärke des Schlags passt, dann Ripperino für ihn halt, ne? Dann muss er jetzt ganz schnell anfangen, auf die Werte zu gehen. How badly each guy wants it. Joe, this is the kind of fight that it has nothing to do about money. It has everything to do about legacy. How they're gonna be remembered. Oh, Mendez is stunned and he is hurt. More than one, and it's just what he wants. And there's a clinch. Oh, come on. After clearly being damaged. And a clinch is needed very badly. Takes one to give one. Uppercut in return. A good block. The Dragon's showing you a little defensive skill there. Able to move away from that punch.
Was ich beim Boxen sehr spannend finde, ist, dass es eine Sportart ist, die von der reinen Ausführung her ziemlich ausdefiniert ist. Very nice to... Oh! Mendez's legs look shaky. He was hurt. Well, where was this earlier? All of a sudden now you see he's... Und trotzdem halt spannend bleibt. Weil bei Formel 1 zum Beispiel kann man, sagen wir, die Traktionskontrolle an- und ausgeschaltet werden. Hybridmotor, du musst ganz anders ans Gas gehen. Aber hier ist es ja, wir haben ja gerade überlegt, gibt es eine neue Schlagart? Not really. Armer Kaki, ey. So, jetzt hat er den Schaden weggemacht und jetzt gehen die Balken arg zurück. Technik ist beim Boxen sehr wichtig. Einmal Hand falsch eingedreht, schon ist sie gebrochen im schlimmsten Fall. Ja, aber ich meine, also das ist schon die Exekution, also das Ausführen, das meine ich gar nicht. Da möchte ich nicht sagen, dass es einfach ist, aber ich meine nur im Prinzip, da kommt jetzt nichts Neues dazu. Soweit ich weiß zumindest. To go here in this round. Teddy, is this becoming a mental thing with him? I mean, he's not firing. There it is! Mendez is almost out of it! Darf ich den nächsten Bus ja als Clip schicken? Little double jab to the head. Muss die Mods fragen, ob das funktioniert. Ey, come on! Komm, jetzt leg dich doch endlich schlafen, Mann. Right now, I want this stop. But what he has to really get is a way to clinch. Hui, ja. Alter Ripp, ey. Ja, vergleich mal die Balken jetzt. I feel like I'm in Coney Island watching one of those hot dog eating contests where somebody's gonna try to eat 50 of them, 60 of them. In other words, he's not worried how he's gonna feel at the end of the night. Ich möchte auch anmerken, das mit der immer an dieselbe Stelle hauen ist auch nicht mal meine Strat, sondern hat mein Bruder sich erarbeitet, überlegt, wie auch immer, hat er herausgefunden. Yeah, but he's being allowed to. I have to say that right now as a trainer, that he's allowed to do that. His opponent should not cooperate with him. He should take a little step back and make sure he takes it off. Don't let him tie up. Ja, Mann. He takes a shot and then commits to giving one right back. Schade, bei dem Hit hatte ich mehr erwartet. Trying to go downstairs, but off target. Good looking counterpunch. Holy cow! Mendez has been stunned! Right to the head and right to the canvas. Finally geht's mal in die richtige Richtung. Ich muss mal kurz gucken, wie es mit dem Speicherstand aussieht. Muss ich im Auge behalten. Right now just surviving, but
If he survives, then he better figure out why he was put on the floor. That just missed. Way to block there. More than one, and it's just what he wants. The Dragon's doing an extraordinary job of never giving his opponent. Mohamed Ali gegen Tyson geht auch, ja. Alter, der Schaden! So, Gesundheit, einfach Max. You know, it's in his element. It's in, sort of in his pool, so to speak. His waters. You know, it's an outside fight. It's a. Und jetzt halt so weit vorne, dass ich jetzt auch easy peasy von mir aus Angriffe eröffnen kann. Er hat halt keine Ausdauer. Yeah, we're getting tired just watching his early part. Mendez is probably wondering what went wrong here. One simple knockdown, and his entire disposition has changed. You know, it's funny you use that word disposition, because that's what it's connected to right now. It's not so physical. It's more. Der hat mir gut Ausdauer genommen mit dem Schlag. But his personality is the personality anyway of a guy who's a little careful. Now he's like a recluse. You know, he's like a hermit. He's in a cave. This is why we love the sport, Teddy. I mean, this is just back and forth action nonstop. Well, Joe, with special effects have happened in history, you remember where you are. Right now, I'm going to remember where I was during this fight. I'm watching a special epic right in front of me. Glad to be here doing it, too. What a war this is. Wow! Oh, my God. Mendez is stunned and he is hurt. And he goes down again. Will he get up from this? Paul hat Bock, an den Sandsack zu gehen. Ich hoffe, du hast einen daheim. Okay, let's go. Now he needs to get on that bicycle and stay away from this guy. Oh my goodness. He may be able to survive the round, but he has gone down now. Leider nicht, noch nicht. Ich hatte auch mal überlegt, eventuell mir einen auf den Balkon zu stellen oder so. Also stellen, hängen. Alter! Ja gut, der hat keine Chance mehr. Leg dich hin, alter Mann. He just scored the knockdown, and now he's got that eye. He's got that target, that vision. He knows what he can get after. And there's no reason why he wouldn't have that. Right now, the only thing that he has to be careful that he doesn't have is overconfidence. He doesn't get reckless. Nee, nee, keine overconfidence. Right hand over the top. He counters back. Ich habe ja noch zwei Runden, um Knockdown zu machen. Mendez is in a position. Oh, that's gotta hurt. The Dragon. And he is hurt. Oh, what a. Oh, Mendez is in him. Oh, he comes right up the middle with an uppercut that floors him. Kann der noch stehen? Nachbar hat einen auf dem Dachboden aufgebaut, morgen gleich rauf da. Nice. Diese gut. Moin Alex. Danke dir für den Host. Oder nee, das war Wayne. Danke. Ja, okay. Lonesdale Typhoon-Schuhe. Ehre. Ja, krass stabil. Der linke Harten tut jetzt weh. Ja, danke für die Idee. Das war krass. Ja, sieht jetzt wieder gut aus. Heute noch F1? Nein. Benedict Evans. Du bist halt echt nicht mein Kaliber. Sorry, Benedict. Keine Ahnung, wie viel da du bist, aber es gibt zwei Leute, die ich auf jeden Fall besiegen möchte.
Wollt ihr mal nostalgisch werden? Wir planen gerade einen Kampf für 2015. Okay, dritter Fight. Also es ist halt über ein halbes Jahr hin, glaube ich. Deswegen, wir werden nochmal sehen, was für Awards es noch gab jetzt. Moin Scholli, das ist auf Xbox 360. 2015, da war ich ja noch knackig. Ach ja, ich habe mit 2015 maximal gestruggelt, um irgendetwas im Internet zu erreichen. Das war einfach big uff. Also 2015 war so die Hochphase von du wachst oder du bleibst nachts wach, wartest bis Spiele freigeschaltet werden, nimmst sie auf, nimmst du von mir aus doppelt, dreifach vielleicht sogar auf, weil die erste Aufnahme scheiße war. Also Anmoderation habe ich 10 Stück oder so gemacht, locker. Und dementsprechend ja, spät gehst du auch ins Bett, weil du danach das rendern lässt, wartest bis es fertig gerendert ist, lädst es hoch und dann bist du um 5 Uhr, 6 Uhr im Bett und dann gehst du am nächsten Morgen in die Uni schön. Das war jahrelang mein Leben. Ich empfehle sowieso, also da Stream und YouTube, Streamer und YouTuber von einigen der Traum ist, so. Wenn man in der Schule ist, macht erst die Schule fertig. Vielleicht könnt ihr, wenn euch alles entgegenfliegt, das parallel schon starten. Wenn ihr in der 11., 12. Klasse seid und sagt, jo, ich schreibe eh immer Einsen. Und ihr denkt, das wird euch nicht zu stark belasten, dann könnt ihr es mal testen zumindest. Sonst jeder. Macht euren Schulabschluss und dann geht vielleicht zur Uni, macht Ausbildung, irgendetwas und macht YouTube nebenbei oder so. Weil die Chance, es zu schaffen, ist so gering, dass es sehr schwierig ist, damit zu planen. Ich sag nicht, es wäre dumm oder so. Das ist kein Job, mit dem du fest planen kannst, quasi. Ich werde YouTuber oder so. Ach, come on. Und, man sollte sich auch nicht davon blenden lassen, dass es einige schaffen. Weil, wenn jetzt ein Gronkh richtig krass ist, wenn jetzt keine Ahnung, Pizmeet krass ist, wenn selbst ein Dave oder so davon leben kann, dann heißt es nicht, dass man selbst dahin kommen muss. Und letzten Endes gehört sehr, sehr viel dazu. Mindestens sehr viel Arbeitsbereitschaft. Und darüber hinaus natürlich auch, das ist auch ein sehr relevanter Punkt. Du musst halt wissen, wo du hin willst. Wenn du einfach so random irgendwas machst, dann bist du tendenziell vielleicht eher nicht so interessant. Wenn du aber eine relativ klare Vision hast, wo du hin willst, wenn du dich dahinter klemmst und für einige Bereiche gilt das auch, wenn du ein gewisses Talent hast oder Wissen hast oder irgendeine Kompetenz hast, dann sieht es ganz gut aus. Man sieht tatsächlich auf Twitch immer die Top 10 und vergisst dabei, wie viele Seelen bei dem Traum draufgehen, hast recht. Absolut, ey, gut formuliert, also wie viele Leute. Mich hat irgendwann mal jemand angeschrieben, das war noch sehr, sehr lang ist es schon her, aber der hatte 500 Abonnenten oder so, oder 300, 200 Abonnenten, irgendwie sowas in der Richtung. Und er hatte 3000 Videos oder so hochgeladen. Und das ist halt so ein Big-Uff-Moment, wo du dir denkst, und ich habe mir das angeschaut, so qualitativ war das auch nicht schlecht. Aber dann ist halt die Frage, fehlt vielleicht trotzdem was oder so? Weiß man halt nicht. Schwierig. Jo, danke, Paul. Let's go, ihr Lieben. Rein jetzt.
Das Rematch gegen James. Ah, hinten sehen wir auch die Juroren, by the way, oder mindestens einmal. So, James, dritte Partie gegen ihn, gewinnen wir die jetzt. Mal gucken. Frustrating his opponent with great defense. Good looking counterpunch. Er scheint jetzt nicht mehr so leicht runterzugehen, der Kollege. Also ich. Mein Avatar. Keeping his hands up, getting rid of his opponent's offense. Good way to protect the midsection. He took a shot, but he gives one of his own. A left hand scores. Ui, erste Runde ist okay. Die beste erste Runde, die wir bis jetzt gegen ihn hatten. Er tritt nicht so temporeich auf. Er hat ein bisschen Angst, glaube ich. Good defense upstairs to stay away from that offensive assault. Oh. Und jetzt weiß er auch, warum er Angst haben muss. Nothing there on the punch by James. There it is. Oh. Oh, and a crushing hook just gets right to him. The Dragon last round really didn't do much for him. I just don't think he was busy. No, he wasn't busy enough. Ist noch falsche Auslage, oder? Oh ja, danke für den Hinweis. Muss ich jetzt vor jedem Kampf ändern? Okay, let's go. Bitte immer darauf hinweisen, das ist super. Das ist die Art von Backseat Gaming, die ich mag. James' punch stats are really telling a story here right now. I noticed that they've been dropping ever since he got stunned earlier in this fight. Yeah, you know, anybody could keep their punch numbers up. Also ich habe ja schon mal davon erzählt oder vorhin mal erwähnt, dass ich einmal bei einem Boxkampf live war. Es war in Berlin, O2 World Arena, wie auch immer. Arthur Abraham gegen... keine Ahnung mehr. Auf jeden Fall, das war das Match, wo er 10 Sekunden vor Schluss Knockout gemacht hat. Kämpfe ich öfters gegen den gleichen, jetzt zum dritten Mal gegen denselben, der mich zweimal fertig gemacht hat. Ja, Boxerauslage war zumindest im Karrieremenü nicht bearbeitbar. Beard that this guy possesses because he went from stunned and damaged to stand right upright. Oh, this is like Santa Claus's beard. I'm telling you right now. A good block. Oh! Oh, he is stunned. He could go down. Not what he was looking for. That's a miss right there by James. Diamond! Wow, is he defensively sound. Defensiv ist bis jetzt super. Alter, Paul, nee, du wirst mich nie im UFC-Käfig sehen. Das überlasse ich lieber dir, sofern du dafür noch fit genug bist. Ich hoffe, dass das jetzt, wo die Luft raus war, wo du das meintest, dass es jetzt nicht irgendwie verletzungsbedingt oder so war. Oh. Good return fire that time. Good looking counterpunch. And just as we anticipated, toe to toe right from the start. Alter, das war so eine Kette von zweimal hätte man counterpunchen können und zweimal wurde ausgewichen.
Achso, du meinst im Spiel, okay. Gott. Ja, ich, mein Hirn ist so versetzt. Ja, Mann, ich hab doch gesagt, komm, jetzt geht's los, mein Lieber. Oh. Nein! So was war das. Ich hab countern können und dann countert er den Counter. Yeah, because they understand that the body punching, you know, that's not something that's glorious. That's not something that, you know, like a great left hook on the chin, bang, it gets results right away. They understand that that's something that pays off later. Holy cow! James is in a bad spot right now. He's been stunned. Tja, mein Lieber. Na, reicht's schon? Läuft nicht so gut mehr für dich, ne? Hat sich ein bisschen was seit dem letzten Kampf verändert. Gegen Jermaine Taylor, kann sein. Namen komplett vergessen mittlerweile. Den einzigen Counter, den James bedienen kann, ist der bei McDonald's, wenn eine Bestellung bei ihm eingeht. Alter. Ai, uff. Der war böse. Oh, and he returns fire with a left hand. Teddy, it's hard to believe that he'll be able to get anything going if he doesn't throw more jabs. It's kind of like trying to speak the English. Diskutieren die Kommentatoren gerade darüber, dass ich hinterher hinke? The jab is ABC. Oh, he took some. Okay, komm, jabs. But he gave some back with the right hand. Great pace in this fight, Teddy. These guys are not coming out of fifth gear. Nobody's slowing down. No, they're fighting in sixth, seventh, and eighth gear. Reaching the halfway mark of this round. He got hit right there, but he also gave one. Solid effort by the Dragon. Great fight. I mean, just a great fight. Both guys giving their all back and forth. It doesn't get much better. James is making for a tough target there. He gets away from that punch. Oh, and he's got something for him himself, and it's a left hand. Good block there by James. Nothing there on the punch by James. The Dragon's getting out. Geht nach vorne. Ist die Steuerung schwer oder geht das? Es ist eigenwillig, aber geil. Nee, nicht schwer. Aber ich spiele es auch relativ viel. Pretty regular way, you gotta start moving those hands a little bit more. You know, you don't win fights if you don't throw enough punches. Das folgt einer relativ schlüssigen Logik, wie ich finde. Blocks that punch. Oh boy. Also von der Ausdauer her bin ich deutlich besser unterwegs als er. Er ist bei der Gesundheit besser. Stand jetzt noch ausgeglichen. Wow, is he defensively sound? Blocks that belt line well. Oh. And coming upon the halfway mark. Geh mal ein bisschen auf den Körper.
Okay. Nice block. Hätte mal ein, zwei Runden jetzt die Ausdauer runterhauen können. Man könnte mal machen. Here's one for you now, he says. Right back with the left hand. Wow! James is stunned and staggered. The Dragon's showing some real guts here. Hey, this fight was not going his way at all, but somehow he has gathered momentum. Yeah, he behaved like a fighter. He got through the tough times, and now guess what? Good times in front of him. Oh, that's gotta hurt. James has been stunned. Oh, Moin King Racing. He's in a hole. There's no other way to say it. He's losing this fight badly. Yeah, if he was in a casino, guess what? The house would have most of his money. And right now he needs to hit a seven. And that means he needs to roll those dice. He needs to gamble. He was on wobbly legs not long ago. Now he's got his feet back under him. What is that, a chin or is that Mount Rushmore? What is that, a chin or Mount Rushmore? Alter. Ah. Now the overhand left. How is he taking these kind of shots and just dismissing them? What a chin on this guy. Yeah, well, what a neck on him. Look at that neck. I mean, it's about 19 inches. That is the shock absorber. But the rest of it is he's seeing it. He has good vision. He sees the shots coming, and he's making up his mind they're not taking him anywhere. There it is! Oh! There. He was stunned. The Dragon's mounting a comeback here, Teddy. Thinks we're going against him. Now the tide has turned. Good things come to those who wait or those who persevere. He persevered, good things are happening. Teddy, he went from being on the edge of the cliff to now climbing back up the mountain. Well, you know, that's where you'd want to know if a guy recovers fast. Obviously, he has the capacity to recover very quickly. 60 seconds to go in what has been a toe-to-toe war. Oh, what a great round. This is why we love the sport, Teddy. I mean, this is just back and forth action nonstop. Well, Joe, with special events of having in history, you remember where you are. Right now, I'm going to remember where I was during this fight. I'm watching a special epic right in front of me. Glad to be here doing it, too. What a war this is. Look at that, they exchange hooks. Haust den Typen jetzt mal aus den Latschen. Guck dir den Schaden an, Dom. Okay, ich guck mal, was er macht. Schaden weg. Rein da. So, Ausdauerbalken to the max. Right from the beginning, they've been fighting with desperation. Like, going the decision, as you just touched on, has not been in their minds at all. James is showing a great ability to adjust. He was stunned earlier, but you can see he has changed things up stylistically. Hey, look, Joe, I was watching a football game in my room this afternoon, and you know what? The team was running the ball. All of a sudden, the run was taken away, so they started passing. I give him credit. You know, he's making an adjustment. He's trying to win the ball game. Oh, he's trying to win this fight. A little something for his opponent after getting tagged. Throws a counter punch there. Right on the mark, both guys with the hook. James's nose is cut. You can see that it's worsening as this round goes on. Nase hat einen Cut. Guard up really well that time, and it protects his head. He's just not going to the body the way he should here, Teddy. I mean, isn't it just basic principle? Fighting the faster guy, you're the infighter, you gotta bang that drum. Yeah, exactly. I mean, you're gonna make a lot of noise, but more than making a lot of noise, you're gonna get the symphony behind you. And the symphony that you want behind you starts with going downstairs. And there'll be nice, nice tune for you later on. But guess what? They're gonna be singing "So Long, Charlie" if you keep going after him the way you are right now. He's
improve that accuracy, missed with the headshot. James's opponent's probably looking at him right now saying, wow, you're not changing anything up. You know, he got to him moments ago. Now, he's got the same style that he's looking at again. Yeah, but he got to him moments ago. Got to him. One time. I think right now it's too early to all of a sudden throw... Okay, ich muss die Oh nein, ein Punkt für die Gesundheit. Alter, fuck. Don't change. If he can't get away from those punches, if he keeps having problems, he gets stunned again, then you might have to look for a change. You might have to make a change if you're going to survive. Well, he missed that right. The Dragon's got to be moving more than this, Ted. I mean, you cannot win a fight just standing stationary like this. Well, you know, if his opponent could have, he would have gotten him to sign a contract and say, hey, I want you to stand right in front of me all night long so I can do whatever I want. And he's doing whatever he wants. What a good counterpunch by James. James has got a bad cut now that's opened up on his cheek. Staying away from those headshots with his defense up top. Not precise at all by James. James has got to be really careful there, Teddy. I mean, he's leaving himself wide open. And what's going to happen next? He's, you know, he's leaving himself open. He hasn't paid for anything yet, but that will be coming before you know it. Good two-punch combo by James. Well, he took one right there, but then he targeted one right back. Fei-ei-ei-ei-ei-ei. Vorsicht. Alter. Oh mein Gott, der Damage. Der Damage ist real bei dem. That tells me somebody wants to get rid of the other guy. It almost looks like they made a deal where neither one could win by decision. Where if they didn't win by knockout, it doesn't count. James is in a real tough spot now. There's no doubt about it that the eye has worsened. That cut is really looking ugly right here. What does he have to think about right now? Is it time to just take the realization that, hey, this fight could end at any moment? Yeah, well, there's two things to that. First of all, the cut man's done his job. He's put the coagulants in there. Now he has to give them time to work. He's got to be elusive. He can't get hit on it for a little while. But also, he has to find a way for offense to stem the tide to keep the opponent from just walking right in. Well off the mark by James. Able to get away from that headshot with the block. Neither man slowing down as we have 60 seconds to go in this round. Nice block by James. Very clean offense from defense by James. Able to land a shot. Oh, and there you go. James's legs look shaky. He was hurt. Very clever move there. Little defense turns to offense. The counterpunch. Oh my God, Alter. Oh, das wird echt knapp am Ende nochmal. Teddy, I don't know really what the answer is for him because he hasn't shown me enough to prove that he can change the way this fight is going. On my scorecard too. And right now, he's got to do something that you hate to be in this position,
but he's in that position. You have to take chances. You have to risk it all now to be able to catch up. Oh, look at that. They exchange hooks. Does it surprise you that he's not going to the body as much as he could be? Well, what surprises me is that he doesn't have the intuitiveness, you know, just the instinct to understand, to recognize the situation. That's part of the ability of a good fighter, to recognize what he should be doing in a certain situation. He's not seeing that. He should be going downstairs. Not able to land the headshot. Favorite times of one of our fight broadcasts, when we make the declaration, he has to have a knockout to win. And how's he going to do it? Well, I think he's got to be a photographer. He's got to be a guy that goes in the dark room, really, Joe, and start looking at the negatives. During the night, a lot of pictures have been taken. He's got to go now and look back at those pictures and remember something, that he saw something. He saw a moment. He saw a spot where the guy dropped his hand. He pulled back. And he's got to go, and he's got to act on that moment. Good scoring counterpunch by James. James is controlling this fight right now. It's one main reason, his jab. Now, he's an inside fighter, but his jab has been the reason he's had success. Yeah, it's been successful on the outside with that jab, controlling range, controlling everything. And it's allowed him to get to the places you just alluded to on the inside in a Alter. Which way ja, das haben wir nicht gewonnen, aber by sending it up to the ring announcer. Oder? Er sieht halt aus. Na. Er sieht halt aus, als wäre er komplett weggebumst. James is your winner by unanimous decision, Teddy. Well, the question from the beginning was, could he get jede Runde ging an ihn, alles klar. He did. For Teddy Atlas, I'm Joe Tessitore. Have yourself a great night. Also, dass er gewinnt von mir aus, aber dass alle Runden an ihn gehen, sehe ich nicht. Hm. Ah, Mann, ey. Ah, alles probiert gegen den Typen. Was fehlt für Herausforderer noch? Anzahl der Kämpfe ist größer als 15. Und Beliebtheit größer als 45. Ach, Mann. Ja, genau, Don King hat seine Finger im Spiel. So, aber wir können uns eventuell gegen den anderen rächen, gegen den wir verloren haben. Julius Rogers. Der hatte mega viel Schaden, du voll viele Treffer. Ja gut, es geht also tendenziell auch um die Anzahl der Treffer. Ich habe halt relativ wenige Treffer im Vergleich zu ihm. Dafür habe ich harte Treffer. Aber ja, meine Güte. Puh. Komm, wir machen noch ein Match gegen den guten Julius Rogers und dann gucken wir weiter. Also nee, dann machen wir für heute mal Schluss. Aufnahmespeicher noch okay. Danke für den Reminder. Ich gucke. Ja, 118 GB noch. Okay, Kraft linke Hand, Kraft rechte Hand. Beinarbeit. Schlaggenauigkeit ist uff. Faustschnelligkeit, Kopfbewegung, Blockstärke. Hm, Faustschnelligkeit vielleicht. Ah ja, Auslage, genau, danke. Next practice. Oh Mann, oh Mann. So, Schlaggenauigkeit und dann nochmal Kraft linker Hand. Nee, warte, Faustschnelligkeit wollte ich.
Da ist halt auch nur ein 77 Punkte. Nein, 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 nein. Ist auch nur ein 77 Punkte Kämpfer. Ich mach das selbst. Rein da. Warum blinkt mein Handy? Okay. Neue Discord-Message. Auf geht's. So, bitte jetzt komplett richtig machen, Dave. Das wäre super. Ärgerlich. Sehr schön. Wir haben die volle Punktzahl. Hat funktioniert. Weiter. So. Eieiei, Kraft auf der linken Hand. Wait. Was braucht man für die höchste Stufe da? 7000? Ich dachte, ich hätte plus 4 dann noch. Hm. Letzter Fight für diese Session. Let's go. Jetzt machen wir den platt in Julius. Dieser Nachname ist auch nicht schlecht, welcher? So, let's go. Oh, London. Schön. Ach, du bist das gewesen, der eine Dude, der ziemlich klein war. Bei dem musste ich so ein bisschen an den Charakter in Ready to Rumble denken auf dem Cover mit dem Afro. Hook just gets right to him. Pulls the trigger right away with the left hand after. Ich glaube, Rogers ist so eine Glass Cannon. Der hat doch safe so wenig. Der hat so wenig außer Schlagkraft, oder? You can see he's trying to score up top, but off the mark there. Good defense upstairs to stay away from that offensive assault. That was not well targeted by Rogers. Good counterpunch. Oh, he just misses with that headshot. Out really well, throwing off the right hand after getting tagged like that. Doubling up the jab now. A hook for you and a hook right back. A piercing uppercut by Rogers. The Dragon's got to be pleased about what he was just able to accomplish in that last round. He stunned his opponent. You know, it gets me thinking he may be getting close to being able to put him down. Der hat keinen Damage gehabt, warum auch immer.
Ich glaube, da habe ich noch nichts gefokust, oder? And a shooting right hand by Rogers. Good counter punch. It was the overhand left. How about that? Another right hand. Comes right back with some offense of his own. Teddy, do you think the sport needs a national or international governing body? Yeah, it's the only major sport. Oh! The Dragon's legs look shaky. He was hurt. There's a taste of the sweet science. You see the skill he's doing. Zach Glass Cannon. And you know what he's doing? He's taking his opponent's jab away. Oh Mann, ey. He's almost out of it there. He was stunned. The tactical game paying off. You can see the counterpunch. Yeah, you see the counterpunch, but you know what I see? I see a little tentativeness now in him because he's afraid to let anything go because when he misses. Er haut aber auch rein, ja. Das ist auch das Einzige, was der kann. His opponent wanted the body. He wouldn't give it to him. Rogers' defense did a good job there, able to avoid that punch. And a good counter by Rogers. The Dragon's got things going his way right now. Was able to stun his man. Okay, jetzt hat er mehr Schaden. Der Anfang vom Ende hoffentlich. Stimmt, er hat mich viermal runtergenockt, ne? Beim letzten Mal. Protects his head. The Dragon's giving me a sense that he really doesn't want to have the fight the way it was. He was stunned earlier, and now there's so much more defense we're seeing out of him. Well, right now, what I think he has to do is try to get an Oscar. Get that award that those great actors get and not show that he's defensive right now, because if he shows that too much, his opponent is going to know what he has to do to take. Ist halt die Frage, ob der viel Ausdauer hat. Ich zweifle es eigentlich. Wobei, gehe ich hier auf Ausdauer oder gehe ich bei der Glass Cannon auf den K.O.? K.O. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann. Blocks that punch. Wow, he backs up the combination, landed all four of them. Oh, that's gotta hurt. Rogers is. Legs look shaky. He was hurt. Das war eine gute Runde. Yo, Schaden des Grauens. Day Fighting, ja. One of those fights that somebody is still waiting to break through and be a difference maker in. Oh! I don't know what was said to him in the corner, but now he's the busier man. Yeah, he's aware that he has to be. Ich war auch schon in der letzten Runde der busier Man. Wehe, Runde 3 geht nicht an mich, die ist Richter. Die rechte hat keine Kraft. Ich muss die rechte nachziehen. Die rechte braucht mehr Kraft, weil damit haue ich den nicht mal ein bisschen Leben weg.
to his feet. Teddy, what should he be thinking about now? Well, right now, just surviving, but if he survives, then he better figure out why he was put on the floor. Glass Cannon, ich sag's ja. Ja, zum Jabben reicht's, aber wenn ich dann ein bisschen Button mashe, wenn der kein Leben mehr hat, dann verkacke ich's oft. Good block there by Rogers. Not hitting his mark there going upstairs. I don't know how Come on. They're keeping this up. They are setting such a scorching pace of action in this fight. Good looking counter punch. He was stunned, but now he's surviving. Oh, come on. Rogers is almost out of it there. He was stunned. This is gonna take some. Wobei nerviges Jab ist auch schwierig, weil der kontert das gerne mal. Get wrecked, Kollege. Der steht noch auf. Oder? Oh, liest zwischen den Zeilen, Kumpel. Ich sag doch, Runde 3 ging an mich. Nice. Mehr Hits gelandet als er. Und als Britney Spears zusammen. Nee, als Britney Spears. Nicht als er und Britney Spears zusammen. Britney Spears hatte mehr als 2 Hits. So. Puh. Finally den Dude mal besiegt. Man könnte jetzt den nächsten Kampf planen. Ach, der ist schon... Den können wir schon wieder herausfordern. Ja, nee, nehmen wir Cassius Wells. Den haben wir jetzt schon besiegt. Wir haben eine Rivalität auf jeden Fall mal für uns entschieden jetzt. So, den Kampf planen wir für 2016. Eieieiei. Das Problem bei einem Jab ist halt einfach, wenn der nur nervt, aber nicht schadet, kontert man den immer oder lässt den Gegner machen. So war es bei meinem Gegner auch. Die Jabs von ihm haben mir nicht wehgetan. Ja, das Ding ist aber, wenn ich halt jabbe, dann kann er da halt einfach perfekt... Also dann kann er halt wirklich das nutzen, um kurz Block hoch und bam, einfach mir einen mitzugeben. Weil die Schlagbewegung mit dem Block war jetzt sehr dumm. Aber, ja. Naja, mal gucken. Kämpfer des Jahres, Richard Bailey. Newton Webb at Day. Wo sind eigentlich die ganzen Goat-Fight? Nein. Hat er nicht. Oh, warum? Warum hat Ali seine Karriere beendet? Ranglisten. Damit dürfte ich jetzt 15. sein sogar. Lennox Lewis, Woods und Mike Tyson. Chambers dann auf der 1. Joe Frazier, Tommy Morrison, James Toney. Oh, James auf 8. Alter. Ich bin auf 12. Weil die alle raus sind, weil bin ich auf 12. Okay, wir können... Wells ist ja der Nächste. Danach können wir wieder James besiegen. Alter, hier sieht man auch die gesamten... das gesamte Rating von denen. Ganz kurz, das ist spannend. Okay, warte mal, ganz kurz. Lennox Lewis ist bei 90. Woods ist bei 82. Was? Tyson bei 77, Chambers bei 95. Alter. Frazier bei 85, Morrison bei 93, Tony bei 87, Tava bei 90, Gordon 84, Day bei 75, James bei 82. Die Frage, ob der vorhin auch schon bei 82 war, aber Stand jetzt ist er de facto immer noch 5 Punkte über uns. Das ist so ein bisschen, als würdest du, weiß ich nicht, mit dem HSV gegen BVB spielen.
sorry an Jesper, aber mir sind gerade keine zwei anderen Teams eingefallen, wo die Spanne wahrscheinlich ähnlich ist. Ja, okay, ist ein bisschen weniger als das, muss man sagen, aber... Julius Rogers war dann halt die Glass Cannon. Der hat relativ viel Damage, aber wenig Dings. Bei dem läuft alles über K.O. Einmal nach Punkten, aber zweimal. Aber sonst alles K.O., was er gewonnen oder verloren hat. Hä? Aber der hat doch 30 Matches und davon 7 nicht durch K.O. gewonnen. Wie geht das denn? Vielleicht sind nicht alle aufgelistet. Wie ist denn die Statistik von Mike Tyson? Ganz ehrlich, der hat so wenig Rating. Das ist ja mal krass. Ja, relativ viel verloren, aber letztens gegen Harvey gewonnen. Hm. Ja, also, läuft. 77, damit bin ich schon ganz gut beraten, glaube ich. Der Einzige, der weniger Rating hat und vor uns ist, ist Day. Aber gegen den haben wir noch nicht gefightet. Schade, ich hätte Ali gerne in einem Kampf mal herausgefordert. Hätte ich zu gern gehabt. Aber ich glaube, alle anderen legendären Fighter sind noch drin. Ist schade, dass die halt rausgehen können, ne? Es wäre cool, wenn du das beschließen könntest, dass manche Leute nicht aus dem Dings rausgehen. Okay, Ausdauer bringt das sowieso, deswegen werde ich das wahrscheinlich machen. Beinarbeit, ja. Faustschnelligkeit. Könnte helfen. Ich mache mal erstmal die rechte Hand. Die trainiere ich jetzt gleich mal. Im Spiel, Leute. James geht ab, der ist wie dieser Rivale in den Filmen, der immer weiter nach vorne ist und nervt. Immer weiter vorne ist und nervt, ja. Es ist echt so. Diesen Mann musst du besiegen. Legit halt so. 78 Rating, nice. Ja, mal gucken wir mal nächstes Mal. Also, wenn ich die Chance habe, werde ich immer gegen James fighten. Das ist zwar einerseits so, dass es mich arg zurückwirft, was den Fortschritt angeht, weil ich könnte auch einfach einen einfachen Gegner nehmen, aber ich möchte den Typen besiegen. Ich habe keinen Bock, dass der Typ weiterhin gegen mich gewinnt. Ja, und beim nächsten Mal geht's an der Stelle weiter. Ich speichere schnell mal ab, glaube ich. Geht das? Ja. Und werde gleich auf Twitch nochmal kurz... Na gut, wir haben 2005. Okay. Ja, anscheinend ist die Konsole nicht mit dem Internet verbunden. Ja, wir beenden an der Stelle den Stream. Die Videoaufnahme meine ich, aber nicht ohne Moses zu danken. Er ist im 11. Monat. Gute. Merci, mein Lieber, für den Sub. Ehre, mein Lieber. Vielen, vielen Dank. Viele Leute auf YouTube, danke, dass ihr dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben, ein Abo raus, wenn wir beim nächsten Mal wieder dabei sind. Bis demnächst. Ciao.